Wir kriegen immer wieder die Frage, wie wir unsere Videos machen und wie viel wir dann im Endeffekt verdienen. Heute geht es um beides und um Patreon, aber eins nach dem anderen. Die Ideen für unsere Videos kommen uns einfach durch die Nachrichten, über Eon, durch Aha-Momente im Alltag, durch inspirierende Filme und Musik und manchmal auch durch Hinweise von Zuschauern. Besagte Ideen sammeln wir dann in einem Word-Dokument und ca. 80-90% schaffen es aus Zeit- und Prioritätsgründen, nie zu Videos verarbeitet zu werden. Die auserwählten Ideen werden dann zu Skripten verarbeitet. Je nach Aufwand der Recherche benötigen wir für jedes Skript inklusive Korrekturlesung und Änderung zwischen einem und vier Tagen, meistens irgendwas in der Mitte. Danach nimmt einer von uns das Skript mit Adobe Audition auf. Da sind wir beide aber mittlerweile relativ routiniert und das Ganze dauert meistens maximal ein paar Stunden. Dann packen wir die fertige Audiodatei in Adobe Premiere, wo wir einen sogenannten Rough Cut machen. Das ist dann also noch nicht der finale Schnitt, sondern eher ein Prozess, bei dem die Bauteile an die richtigen Stellen gelegt werden. Das Ganze dauert je nach Videolänge zwischen einem halben und einem ganzen Tag. Sobald der Rough Cut fertig ist, packen wir das Adobe Premiere Project in Adobe After Effects, wo der wirkliche Spaß beginnt. Hier animieren wir dann unsere Videos. Dieser Teil ist mit Abstand am aufwendigsten und benötigt gerne mal mehrere Tage. Damit ist jedes unserer Videos minimal 30 Stunden Arbeit, aber im Extremfall gerne auch mal um die 60. Dazu kommt natürlich noch Arbeit, die in das Kanaldesign fließt, in das Lesen und Beantworten von Kommentaren und in die Thumbnails. Dem möchten wir jetzt ganz gerne gegenüberstellen, wie viel wir mit YouTube letzten Monat verdient haben. Aufgerundet ca. 600 Euro. Mai war dabei einer unserer besten Monate in dieser Hinsicht auf YouTube. Gemittelt verdienen wir eher um die 400 Euro monatlich. Das mag sich vielleicht sogar gar nicht nach wenig Geld anhören, aber man bedenke Folgendes. Bei einem, manchmal sogar zwei Videos in der Woche, ergibt das für Jonas und mich einen Stundenlohn von ca. 2,20 bis 3,50 €, wenn man von minimaler Arbeitszeit pro Video ausgeht. Hier ist das Ding. Wir wollen eigentlich nicht mit Stundenlöhnen rechnen. YouTube war für Jonas und mich immer nur ein Hobby. Und unser absolutes Ziel war es mal, 10.000 Abonnenten zu erreichen. Es ging nie darum, mit YouTube Geld zu verdienen. Eine große Anzahl unserer Videos ist nicht monetarisiert oder wird nur nach einer Überprüfung für werbefreundlich befunden. Dann, wenn 90% der Leute das Video schon angeklickt haben. Und das wird auch so bleiben. Wir werden weiterhin Donald Trump und depressiv und andere werbeunfreundliche Begriffe in unsere Titel hauen. Und wir werden auch nicht versuchen, werbefreundlicher zu werden. Hier geht's um Content ohne Abstriche, dann ist der CPM halt im Arsch. Bisher war das kein großes Problem. Wir sind Studenten und YouTube ist mittlerweile so etwas wie ein schlecht bezahlter Nebenjob mit vielen Überstunden. Aber wir sind bald fertig mit dem Studium und es wird in naher Zukunft einfach schwer für uns, so viel Zeit in etwas zu stecken, mit dem wir so wenig verdienen. Placements und Affiliate-Links sind ein Weg, YouTube für uns finanziell lukrativer zu machen. Aber wir bleiben in dieser Hinsicht wählerisch, auch weil es den Content nicht beeinflussen darf. Dazu kommt, dass unsere Inhalte nicht zu dem gehören, was sich super einfach monetarisieren lässt. Natürlich würden wir mit mehr und schlechteren Videos mehr Geld verdienen, das ist das große Quantitäts-Qualitätsproblem auf YouTube, aber das wollen wir einfach überhaupt nicht und ihr sicherlich noch weniger. Und deshalb haben wir uns was überlegt. Wir glauben, dass unsere Videos mehr wert sind als ungefähr 3 Euro die Stunde. Wir haben immer die Ambition, zum Nachdenken anzuregen und den Zuschauer in irgendeiner Weise zu bereichern. Wenn ihr ein Video von uns geguckt habt, solltet ihr nicht das Gefühl haben, dass ihr gerade mit Scheiße auf YouTube eure Lebenszeit verschwendet habt, sondern es geht darum, dass ihr nach dem Cheers vielleicht sogar noch für ein paar Minuten gedanklich beim Thema hängen bleibt. Deshalb haben wir uns zum Test einfach mal Patreon geholt. Wer hätte das gedacht? Patreon ist eine Plattform, auf der ihr euch für eine Art monatliches Abo bestimmte Rewards von uns holen könnt. Diese Rewards oder Belohnungen reichen von extra Content bis hin zum Zugang zu unserem Discord-Server. Ach so, ja, wir haben jetzt Discord. Discord hostet sehr entspannte Chaträume, in diesem Fall rund um diesen Kanal und die Themen. Zurück zu den Belohnungen. Es gibt wie gesagt zum Beispiel extra Inhalte, Wallpapers und Credits im Abspann unserer Videos. Es ist wahrscheinlich selbsterklärend, aber wenn ihr euch zum Beispiel für extra Content entscheidet, sind die Rewards unter diesem Level automatisch mit dabei. Den Discord-Zugang gibt es ab einem Dollar pro Monat. Das entspricht ca. 85 Cent. Wenn ihr euch dafür entscheidet, uns bei Patreon zu unterstützen, vergeben wir euch eure Adblock-Sünden und vor allem bedeutet es mehr Videos. So einfach ist es am Ende. Ein geregeltes Einkommen über Patreon könnte uns ermöglichen, mehr Zeit mit dem besten Hobby der Welt zu verbringen und ihr kriegt mehr Content und einen Riesenhaufen Rewards.
Wenn ihr uns nicht auf Patreon unterstützen wollt, weil kein Bock oder kein Money, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Die Videos bleiben natürlich gratis und jeder Kommentar und jedes Like hilft. Bringt uns dann gerne einfach ab und zu in die Trends. Donge. Spaß beiseite, Leute. Wir haben euch den Patreon-Link ganz oben in die Beschreibung gepackt. Cheers.